Oh, Hallo. ja, da sind wir wieder auf der Hof Bergmann. Ich musste mich jetzt gerade erst wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich bin ja noch dabei, einen Auftrag auszuführen. Ja, genau. Und zwar Feld 24. Ja, bin ich doch hier verkehrt, ne? Genau, da muss ich doch hin. Habe ich nicht, ach so. Ja, ich war wieder ein paar Tage nicht am Spielen. Aus gesundheitlichen Gründen und auch anderweitig im Einsatz. Wieder für die Fluthilfe zum Beispiel war ich ein bisschen unterwegs und hier zu Hause musste ich auch noch ein bisschen was machen. Ich muss ja nicht immer was machen, aber egal. Lassen wir das. Ja, guck, und dann bin ich jetzt heute wieder. Heute ist, was haben wir denn heute? Freitag der 10. genau. Und natürlich schon wieder, ne? Ja, gleich 14 Uhr. Dann werden wir mal eben die Folge für heute aufnehmen und dann, wenn es klappt, noch eine für morgen. Und dann muss ich, glaube ich, auch noch mal los in der City. Wie das immer so ist. Es gibt halt Dinge, die vorgehen. So. Dann wollen wir mal. Ich liebe ja diesen, ne? Liebe ich einfach. Diesen Autolot. Ich kann das auch von Hand. Oder beziehungsweise mit Frontlader oder Teleskoplader, das ist alles nicht das Ding, aber wenn ich passenden Ballenwagen habe, ist das überhaupt kein Problem. Da gibt es nämlich auch was Schönes von Ratiofarben. Von Giants meine ich. Von Originalen, da geht das eigentlich sehr gut mit. Aber bei so einer Fläche hier mache ich das doch lieber so. Das geht schneller und einfacher. Ist einfach so. Ja, und dann hier wieder, ich habe gesehen. Naja, gut, ein, zwei Leute haben sich wieder deabonniert. Aber dafür habe ich auch wieder neue Abonnenten. Also alle, die neu sind hier, herzlich willkommen. Also es sei gesagt, es wird sich überwiegend auf der Hof Bergmann abspielen. Bis zum Erscheinen des LS22. Der natürlich auch vorbestellt ist. Und ja, ab und an mal die Map Kleines Land. Und wenn ich es zeitlich schaffe, das ist immer so eine Sache. Aber Standard ist einfach Hof Bergmann. Ne? Und ja, wie gesagt, wenn es zeitlich reinhaut, dann nehme ich auch mal die Map Kleines Land mit. Oder aber wenn ich wirklich mal so eine Map sehe, ich meine, ich gucke ja immer auf die speziellen Seiten, was so kommt, was so da ist, und wenn dann da mal eine erscheint, die mir auf den ersten Blick sagt, ja, da könnte was sein, da mache ich auch mal eine Mod-Vorstellung oder das war eine Map-Vorstellung. Ich bin da kein Profi drin, sage ich auch sofort dazu. Man darf da also nicht allzu viel erwarten, wie so ja, Mario Hirschfelden und so, die kennen sich da viel, viel besser mit aus, die machen das besser wie ich, das steht völlig außer Frage. Oder so ein Sachsen-Let's Player. Eine ganz andere Dimension.
Aber ich gebe mir Mühe. Wie stand es auf seinem Grabstein geschrieben? Er war stets bemüht. So. So, dann werden wir das mal schon mal wegbringen. Das ging zum Viehhändler, glaube ich, ne? Dann bringen wir das mal weg. Ich dachte, um die Kurve fahren. Ne? Ich brauche ja hier Verkehr, braucht man ja nicht drauf aufpassen, hier kommt ja keiner. Aber man will ja auch den Anhänger nicht umschmeißen. Jetzt wird das Ganze gespannt. Dann haben wir ja wieder ein Problem, das will ich ja nicht. Nö, nö. Oh, wir fahren da mal durch den Busch. Husch, husch. Ja, aber so ist das, ne? Dann man ist da so, doch irgendwie momentan bin ich da echt irgendwie eingespannt, was so die Fluthilfe angeht, also für die Katastrophengebiete da, wo wir das Hochwasser haben. Überwiegend fahren unsere Leute, ich fahre da ja nicht mit, ich mache immer nur Spendenannahme. Jetzt haben wir Flyer be gesponsert bekommen, verteile Flyer. Also jetzt nicht, gehe jetzt nicht in die Stadt und gebe jedem einzelnen so ein Ding in die Hand. Ich gehe in verschiedene Läden und versuche dann da oder frage danach, ob ich die da hinterlegen darf. Darf man leider nicht überall, habe ich festgestellt. Wo ich so angenommen hätte, ja, nee, ist aber nicht. Aber nun gut, es ist wie es ist. Ja, und gestern hatten wir wieder Spendenannahme, 3 Stunden lang, gestern Nachmittag. Ist auch wieder gut was zusammengekommen. Heute ist noch einer aus unserer Truppe losgefahren und hat einen ganzen Bulli voll. Ich weiß nicht, man darf die Firma nennen, das ist extra gesagt worden, Firma Emser. Das ist jetzt Schleichwerbung vielleicht, aber aus Emsdetten, die haben einen ganzen Bulli voll mit Kaffeekannen und ja, Behältnisse, was die alle so haben, gespendet. Noch wie schön. Haben wir das auch wieder in Gange hier. Naja, auf jeden Fall gucken wir dann am Mittwoch fahren die Jungs wieder los. Und dann werden sie mal nachfragen, was von diesen Sachen am meisten gebraucht wird. Und dann können wir da mal mehr kriegen, bekommen. Finde ich auch schon nicht schlecht. Heizlüfter haben wir. Mal durchrechnen. Ich glaube 35 Stück. Von klein bis ja, diese Heizradiatoren, Ölradiatoren, die Dinger heißen. Brauchen eine Menge Strom, ist klar. Aber brauchen Bordtrockner auch und Lüfter. Und ich denke mal, dass die Leute da noch irgendwie die werden vergünstigten Strom haben. Baustrom, wie auch immer, wie das abgerechnet wird. Weil anders kannst du das ja gar nicht machen. Aber das ist immer noch erschreckend. Das ist ja jetzt schon 2 Monate her, ne? Die Katastrophe, wie es da immer noch aussieht, ne?
schon krass. Aber da haben unsere Politiker sich nicht mit Ruhm bekleckert. Da hätten die ganz anders reagieren müssen. Und ich denke auch, dass für so einen, ja, so einen Fall haben wir ja in Deutschland noch nicht gehabt, aber man müsste für sowas eigentlich einen vernünftigen Krisenstab haben, der dann innerhalb von einem Tag zusammengerufen werden kann, wo dann, weiß ich nicht, 15, 20 Leute drin sitzen, die dann auch vor Ort fahren und die Ahnung von der Materie haben, die genau wissen, ja, was zu machen ist. Wie was von woher zu organisieren ist und anzufordern ist, dass man auch sofort die Bundeswehr mit ranzieht. Ich meine, die haben zwar auch jetzt schon einiges geleistet, aber die sind ja auch erst ein bisschen später angerückt. Und wenn man sich diese Videos anguckt, hier von diesem Markus Pipperfürth, von dem Lohnunternehmer, ja, die waren da die ersten zwei, drei Tage quasi alleine da. Nicht nur der Markus Lipperfürth mit seinen Maschinen, sondern auch der Zintel und wie die alle heißen, Bauunternehmer, die dann da ja, aus eigener Initiative angereist sind und da Soforthilfe geleistet haben. Und ich kann es immer wieder nur betonen, diese Leute, alle Helfer, die da waren, die Zivilen, die hätten alle das Bundesdienstkreuz verdient in meinen Augen, alle. Die ganzen Studenten und Schüler, die da gewesen sind, die da ja, von sich aus da zu den Häusern in die Keller und haben dann den Schlamm da rausgeschöpft und ach man, wie viele Leute haben hier einen Urlaub geopfert oder haben extra Urlaub genommen, um dahin zu fahren. Das ist schon beachtlich. Ich hoffe ja nur, es ist ja so viel Geld gespendet worden, ne? Hier die ZDF, ne? ZDF, nee, gar nicht wahr, RTL-Spendengala, die da gewesen ist und. Ich hoffe nur, dass diese Gelder von den Spenden nicht für den Wiederaufbau, für die Infrastruktur genommen wird. Ne? Genauso wie das Geld mit 33 Milliarden, die der Staat angeblich zur Verfügung stellen will. Das Geld sollte da ankommen, wo es hingehört, nämlich an die Leute, die alles verloren haben oder eben wieder aufbauen müssen. Die Infrastruktur wieder aufzubauen, sprich Gasversorgung, Wasserversorgung, Abwasser, was alles so dazugehört, das denke ich mal, ist ja wohl Sache vom Staat. Ne? Staat, Bund und Länder, Kommunen, also alles so zusammen mehr oder weniger. Ja, warten wir mal ab. Ich werde es erfahren, weil wir haben durch unsere Gruppe, das nennt sich Warendorf Hilft, haben wir auch Spendenkonto, was man über PayPal einzahlen kann und so weiter. Ich meine, das hilft ja jeder Cent. Ist ja so. Aber wir machen das so zum Beispiel, dass das Geld entweder dazu verwendet wird, um Materialien zu kaufen, die fehlen, sprich Heizlüfter oder ne? Was weiß ich, was halt fehlt, was die Menschen da brauchen, Lebensmittel und weiß ja Geier was. Oder eben direkt vor Ort, wenn einer sagt, ja, ich brauche jetzt eben mal, weiß ich nicht, 100 Euro oder 200 Euro, damit ich hier einkaufen kann. Das wird jetzt momentan nicht mehr so drastisch der Fall sein. Das war zu Anfang erst so, die ersten paar Tage. Dann kriegen die auch Bargeld von uns. Oder wie gesagt, es wird auf jeden Fall das, was
gespendet wird, kommt direkt zu den Leuten. Wir bringen die Sachen auch nicht in ein Zentrallager, so wie am Nürburgring oder in Russland Ahrweiler, war es mal in einer Kirche. Ich glaube, so, da ist das nicht mehr drin. Die haben jetzt, glaube ich, hier irgendwie so ein Zelt oder so, wo sie es reinpacken. Wir bringen die Leute direkt vor Ort, also die Sachen direkt vor Ort. Fahren mit den Autos und Anhängern durch die Straßen, gehen von Haus zu Haus und fragen, was gebraucht wird, und dann kriegen die das. Ob das Gummistiefel sind, ob das ein Bohrhammer ist oder ne, was eben gebraucht wird. Obwohl wir jetzt mittlerweile auch zu dem Schluss gekommen sind, dass diese Elektromaschinen wie Bohrhämmer, Bautrockner, also diese, ne, dass wir das dann auch an diesen Maschinen, es gibt ja mittlerweile Maschinenverleiher, also extra Zelt, wo du da müssen die Leute eben ihre Adresse hinterlegen, Personalausweis oder so, und können die Maschinen quasi kostenfrei mieten. Müssen die allerdings hinterher wieder zurückbringen. Nicht, dass sich da einer, was weiß ich, da durch verschiedene Organisationen, dass sich Bohrhämmer oder was besorgt und verscheuert die näher wieder unter dann. Ne? Das wollen wir ja auch nicht. Das soll ja auch nicht sein. Aber wir haben zum Beispiel Waschmaschinen schon hingebracht, neue Kühlschränke. Solche Geschichten haben. Ne? Sowas wird dann aufgekauft von dem Geld. Eben alles Sachen, die gebraucht werden. Und wie gesagt, das kommt direkt zu den Leuten, wo es hingehört. So, Auftrag beendet. Gucken wir mal eben hier. Zack. Guck, guck. Was? Viehhändler. Fortschritt 20%. Spinnst du? Hä? Der wollte mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich den Stroh in Sackware verbuddeln soll oder was? Prozess zu bauen. So, dann brauche ich mal ab. Spinnt doch wohl. Hat der eine Macke? Gott. Oh, nach vorne gucken. Ah! Autsch. Das war ja ein Schuss in den Ofen, ne? Was habe ich denn da jetzt nicht verstanden? Ich habe es zu Ballen gepresst, habe es zu Viehhändler gebracht. Merkwürdig, merkwürdig. Gut. Dann eben nicht. Pö. Also schön zu sagen pflegt. Pö. Kann doch nicht sein, oder? Hm. Gut. Vergessen wir das. Wir bringen den Anhänger weg. Fahren auf den Hof und stellen uns einfach doof. Das fällt mir ja nicht schwer. Das kann ich gut. Das kann ich besonders gut. So. Wenn ich eins gut kann, dann ist das einen auf doof machen. Das beherrsche ich also, ne? Sowas von und auch perfekt. Nee, du sollst gerade ausfahren. Vorwärts fahren. Nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach schräg, nach links, nach rechts. Ab in Käfig, du kommst in den Stall und dann ist die Folge schon vorher zu Ende. Aus, Schluss. Oh.
Ja, ihr Lieben, das war's. Einmal ein voller Fehlschlag, so von wegen und auch hat nicht geklappt. Aber wir sind zufrieden. Nach dem Motto, das war wohl nichts. Also, ich wünsche euch was. Schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend, schönen Dings, schönen Bums. Und denkt daran, macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Und tschüss. Bye, bye.